unterwegs nach Los Llanos, habe da einige Sachen zu erledigen und ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal mit, um euch Los Llanos ein wenig zu zeigen, euch zu zeigen, wo wir immer unser Gemüse und Obst kaufen. Von daher geht's jetzt los. Die Sonne ist noch nicht da, wir haben es jetzt 8 Uhr morgens und ich würde sagen, starten wir. So, ich bin jetzt bei unserem örtlichen Großhandel hier, Palma Fruta in Los Llanos, das liegt zwischen Los Llanos und La Laguna. Und ja, hier fahre ich immer sehr gerne hin, einzukaufen. Es gibt natürlich überall auf der Insel Obst und Gemüse zu kaufen. Wenn ihr mal schauen wollt, oben in der Infobox, wo man im Nordosten der Insel Gemüse kaufen kann. Ein schöner Wochenmarkt, aber so ein Großhandel hier in Los Llanos, das ist schon was Feines. Ich zeige euch mal, was es da für Auswahl gibt. Ich habe jetzt für 2 Körbe voller Obst und Gemüse mit Erdbeeren, mit Melone, mit Kaktusfrucht, Kartoffeln, Orangen, Maracuja, habe ich jetzt 44 Euro bezahlt. Ich finde, da kann man nichts zu sagen. Und wir haben ja so viel Platz im Garten, da bauen wir natürlich auch mal ein bisschen an. Und hier gleich daneben ist ein kleines Gartencenter, wo wir immer kleine Stecklinge holen. Und ich frage mal, ob sie Wassermelonenpflanzen schon haben. So, hier sind wir jetzt in Los Llanos. Und das ist hier eine Seitenstraße. Hier wird gerade viel angeliefert, weil es noch früh am Morgen ist. Und ich gehe zu unserem Lieblingsbäcker. Da drüben ist die Bank, wo ich gleich hin muss. Und gegenüber an der Ecke ist die Panaria. Da gibt es super leckere Bocadillos und super leckeren Kaffee, also echt super. In Los Llanos gibt es auch ein mittelgroßes Einkaufszentrum, wo man Klamotten kaufen kann und auch Einkaufen kaufen. Ein bisschen Schnickschnack, ich glaube, ein Douglas ist da auch drin. Und Sportladen, ein Tierladen, wo man Hundefutter, Katzenfutter kaufen kann. Und ein Parkhaus ist da, also mitten zentral, da habe ich gerade auch geparkt. Sehr, sehr schön. Abschluss noch mal einen schönen Blick auf Los Llanos, wo wir gerade waren, auf dem Cumbre Vieja. Heute fast wolkenfrei, nur leicht ganz kleine Wolken dort hinten bei El Paso und dem Vulkan. Ja, wenn die Sonne so steht, sieht man ihn auch wenig bis kaum.